Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play, Siege of Zelda, Breath of the Wild. Und, ja, es ist hier ziemlich bitter kalt. Wir befinden uns in dem Labyrinth, um wieder einen Schrein zu suchen. Sind die vielleicht über mir? Das wäre nicht schlecht. Lass sie mal, sag bloß, ich kann hier Pause machen. Tja. Ups. Gut, das brauchen wir für die gegen die Wölfe. Nicht für die Wölfe. Oh, was leuchtet da wieder so feines? Pfeile? Herzhaft? Noch so ein Hayopai? Noch ein! Wo kommen die alle her? Scheiße. Glaubst du, ich seh dich nicht, du Arsch? Glaubt er dich? Ich seh die nicht. Da sind auch mehr von denen. Ja, du blöd bin, das schütt ich nicht. Lob. Ich beschütze dich. Ja. Ihh, hör auf mich zu belecken. Oh nö, noch so eine. Ich sollte mal... Ja. Na, großartig, was so eine Säule-Scheiß. Ich dachte eigentlich, Echsen mögen keine Kälte. Habe ich mich wohl geirrt. Hat da noch eine? Habe ich irgendwas verpasst? Hä? Fuck. Das Blöde ist, ich muss sie ja platt machen, sonst komme ich ja gar nicht weiter. Toll, ich dachte, die Prüfung bestehe hier einfach nur hier reinzuholen, also den Weg zu finden. Aber jetzt stelle ich fest, es ist wohl ein bisschen mehr. Toll. Hier. So, hat sich das jedenfalls gelohnt? Oh. Weiß schon. Okay.
Holzpfeile. Okay, was kann ich rausschmeißen? Ja. So. Oh. Vielleicht sollte ich einfach nicht so bekloppt. Achso, doch, das. Hä? Wechsel? Achso, das ist ein Bungerang. Ja, die Pfeile mit. Warte mal, schmeißen wir mal das weg, weil das haben wir jetzt verwendet. Ich glaube, die Herausforderung besteht eigentlich auch. Auch daher, dass ich aufpasse, nicht hochzugehen. Was ist das? Macht der Bunga an diese merkwürdigen Geräusche? Ich sollte hier wirklich vorsichtig lang gehen. Ich will jetzt wirklich, dass jetzt dieser Bunga und diese komische Bunga und diese Waffe da. Das hat sich auch wie eine Fee angehört. Okay. Hier komme ich nicht weiter. So. Hä? Na toll. Großartig. Ich habe echt gedacht, die BU, da hier so ein Tunnel. Okay, das war was anderes. Ich dachte, scheiße, was ist das denn für ein Geräusch? Ich möchte nicht schon wieder in den Guide schauen. Und ich höre die wieder. Erinnert mich an Ocarina of Time, so die verwunschene Wälder, wo man da an den Moblins vorbei musste. Und sich vorbeischleichen musste, weil sonst haben die einfach mit dem Speer weggestoßen. Okay, das war für eine Sackgasse. So. So, ist ja besser. Das muss aber ganz schön auf die Beine gehen, was Link da macht. Das Problem ist nur, so sehen die mich hoffentlich nicht sofort. Aha. Eigentlich müsste ich ja. War ich das schon nicht? Nein, ich nicht. Ist hier drinne? Oh! Jetzt bin ich der neue.
den Echsen ihre Schätze. Aber was soll's, wenn... Die müssen mich unbedingt überfallen. Dann hält sich mein Mitleid sehr stark in Grenzen. Ich höre jetzt auch keine... Na, ich sollte trotzdem vorsichtig sein. Hier komme ich nicht weiter. Na toll. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt vorbei ist mit den Echsen, weil... Was war das? Das hat Link komisch so im Kreis getreten. Ich hoffe wirklich, dass es so vorbei ist, weil die sind ziemlich nervig. Und was ist noch nerviger als eine von den Exhalos? Mehrere. Schon. Ich höre doch wieder welche. Ich höre doch wieder solche Wesen. Ach nö. Ach nee, da war ich schon. Hier ist... Ach, jetzt sehe ich, das ist hier eine Leiter. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Was? Schleimis? Wo führt mich das denn hier hoch? Nur mal gucken. Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab beim ersten Mal die Leiter übersehen. Hey, und ohne Guide, Leute. Darauf kann ich stolz sein. Da waren die Exhalos nur an dieser Stelle dort gewesen. Alter, da bin ich ja froh, dass ich das geschafft habe. Obwohl, ich gehe mal nachher da wieder raus und guck, was so bei den Schleimis da ist. Das scheint irgendwie ein Geheimnis zu sein. Mhm. Mann, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Was habe ich hier für eine... Oh, Barbarenhose, bekanntes Gerät der Einzelhilfe. Aha. So, stück ich aber mal. So. Ach. Dass die Prüfung gemeistert ist, scheint so ein Unzweifel, bis du der Auserwählte hält. Ja. Ja. Gut. Geschafft. Was mir eigentlich erst jetzt aufgefallen ist, Asche über mein Haupt, das Triforce hat, diesmal in die andere Richtung geht das, die Asche so. Das Triforce hat so gut wie gar keine Bedeutung. Also, naja. Naja.
Nur, wie komme ich jetzt? Shit, ich hätte es vielleicht vorher mal. Aber es bestand die Gefahr, dass ich da nicht mehr dahin komme. Also es ist normal, den ganzen Weg gehen muss. Und da hatte ich ehrlich gesagt auch keine so große Lust gehabt. Es ist nicht überdacht. Das heißt, ich hätte vielleicht doch klettern können. Oder wäre es wirklich so einfach gewesen? Oh Mann. So. Labyrinthe sind auch echt übel. Naja. Naja, ob ich da wirklich jetzt... Quatsch. Wir packen es wieder ein. Tagebuch. Die schlanken schwarzen. Das Herz des Turms, da stehst du fest, dass nur Feuer es entfachen lässt. Dann gehen wir mal kurz zu den Onis hin, weil. Ich muss nämlich jetzt. Noch die eine finden, das eine Küken, im wahrsten Sinne des Wortes Küken. Wenn das hier so liegt, also eine günstige Route, ja. So, die Nahen soll am höchsten Punkt sein. Das ist eigentlich der höchste. Was brennt das? Ach! Klasse. Ich bin aber kein Vogel, Leute. Aber ich kann klettern. Gut, dann klettern wir. Und hoffen, dass ich nicht so abstürze. Die Musik erinnert mich aber auch ein bisschen so am Western-Feeling, so. Naja, wenn man auch die Onis auch ansieht, die sind auch indianisch. Aber ich sehe, hier kann man ganz gut klettern. Was mache ich jetzt nächstes? Ach ja. Ich könnte jetzt ja auch jetzt zu der Göttin gehen und mir was für die Ausbildung, also ja, Ausdauer nehmen. Wie komme ich aus Ausbildung? Ja, Ausbildung, Ausdauer. Das wäre mal gar nicht so schlecht an. Oh, und die Zeit ist vorbei, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part.
lange an immer wieder das Mädel daran, dass sie ihre Schwester versprochen hat, mit ihrer Versammlung das Singen zu üben. Also, sie immer daneben.